neuen Episode von Elder Scrolls Skyrim. Ja, wir sind jetzt hier in, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt, in Mordhall angekommen und wir haben die Quest, ein Horn zu suchen. Oder irgendwie sowas. Ich bin heute irgendwie voll desorientiert. Einen Moment bitte. Ah, hier, das Horn von Jürgen Windrufer. Und das ist in irgendeiner Höhle, beziehungsweise in irgendeinem Grab, Ustengraf. Da müssen wir uns reinbegeben. Und wir gehen jetzt einfach mal straight nach Ustengraf. Den Rest hier in der Stadt kann man immer noch später machen. Das Wichtigste ist erstmal das Horn von Jürgen Windrufer in unseren Besitz zu bringen. Der Ork fängt schon ein bisschen an zu hecheln. Er ist halt nicht mehr gewohnt, so lange Strecken zu laufen. Die Lydia ist auch schon bald am Schlapp machen, aber was soll's. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, okay. Hier müssen wir lang. Okay, hier müssen wir allerdings jetzt noch nicht hin. Das ist nicht Ustengraf. Nein. Ustengraf liegt irgendwo da hinten. Also gehen wir weiter. Denn wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Ja, da hinten irgendwo ist Ustengraf. Da. Wir sind am Ziel angekommen. Jetzt müssen wir hier runter. Oh, da kommen Gegner. Was sind das denn für Viecher? Ey. Ach, ein paar Banditen. Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr seid doch hier gestorben, wie die Nutten. Oh Mann. Erst große Fresse und dann schmatzen sie ab wie die Häschen. Naja. Da ist ein Bandit. Ach, der hat ein bisschen Gold. Was haben wir denn hier noch? Oh, noch ein bisschen Gold. Da ist Ustengraf. Da gehen wir jetzt hier rein. Genießt mit mir jetzt diesen Moment, diese wunderschöne Musik, die jetzt schon wieder vorbei ist. So. Ah, jetzt werden wir es wahrscheinlich mit ganz vielen Totenbeschwörern zu tun haben. So wie man da hinten schon sieht, da stehen die wie die Nutten. Und warten, dass sie, dass ein paar Freier kommen. Die Lakaien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Ihr könnt euch gern eine Hacke nehmen. Und ihnen helfen. Ich ziehe es vor, mir nicht durch Arbeit die Hände schmutzig zu machen. Was war das? Oh Mann. Der bringt da überhaupt nichts, dieser dreckige Bogen. Dann würde ich sagen, Attacke! Hier drin. Oh, scheiße. Ich habe den falschen Ruf ausgerüstet. Ah, egal, macht nichts. Ihr habt gewonnen. Meinst du jetzt wohl nicht im Ernst, dass ich hier aufhöre? So, den Eier haben wir schon mal. Komm her! Bam! Oh, das war aber auch für mich knapp, denn ich wäre auch beinahe tot gewesen. Aber was soll's, wir sind ja nicht gestorben, wir leben noch. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen geheilt. Jetzt gucken wir mal, ob die noch was Schönes hier haben. Zaubertrank der Illusion. Ah, was soll's, nehmen wir mit.
wäre mal schön, wenn die hier irgendwie etwas zum Heilen hätten. Wie das zum Beispiel. Noch irgendwas? Hier haben wir noch eine Truhe. Gold. Zauberbuch Kerzenschein. Ja, nehmen wir mal mit. Ah, noch einen. Oh, warte mal, da war noch eine Robe. Na, die bringt aber nicht viel. Aschehaufen. Bringt auch nicht besonders viel. Lohnt sich nicht. Banditengesetzloser. Hat auch nichts Besonderes. Mann, 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 Mann. Ja. Da es hier so oder so nicht weitergeht, sind wir jetzt gezwungen, hier den Weg lang zu gehen. Da liegt auch schon ein Beschwörer-Novize. Was ist denn los hier? Oh! Was ist hier los? So, dann wollen wir denen mal den Erdboden kalt machen. Erdboden gleich machen. So. Das war's mit euch, ihr Mistviecher! Winziger Seelenstein, ja. Aber nix zu meilen. Nix heilen. Nix heilen. Ich brauche ein Heilen. Ja, Zaubertrank der Gesundheit. Zweimal. Sowas möchte ich öfter finden, bitte. Danke. Aha, aha, aha. Interessant, interessant. Wie komme ich da hin? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Nein, dadurch nicht. Okay. So. Da geht's runter. Ach, meine Nase hat gejuckt. Entschuldigung für die Unterbrechung. Da kommt wieder einer, der meint, er könnte was. Na, komm mal her. Siehste, du kannst nix. Und gut, Junge, voll auf die Nase. Komm. Lydia. Lydia. Du machst mich so müde, ja. Ja. Okay, das Singen überlasse ich dann denen, die es können. Und das Reimen auch. Mega gut. So viel Tränke für Heilen. Bin ich gar nicht gewohnt. Dass man so viele hier findet. Aber da das eine andere Sorte von Heiltränken ist, muss ich die noch ausrüsten, weil ansonsten stehe ich blöd da. Nee, doch nicht. Doch hier, Gesundheit da. Alles klar. Dann geht's weiter. Ah, hier geht's in die nächste. Für Dingsbums. Geldbeutel. In die nächste Ebene. Das wollte ich sagen. Muhahaha. Ah, wir steigen gleich eine Stufe. Wie ihr seht, ist der Stufe 3 Balken fast voll. Das ist doch mal was Erfreuliches. Aha, 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 aha. Interessant? Nein, eigentlich nicht. So. Was ist hier los? Big Party ohne Dimitri. Was los? Was soll das? LOL, Lydia! LOL! Das war ja wie Rampage. Oh, wie schön. Mehrere Bäume. Und da unten kriegen wir unseren nächsten Spruch, den wir lernen können. Ha, wie schön. Da müssen wir runter. Lydia, ich freue mich so, dass du an meiner Seite bist. Du hast mir gerade das Leben gerettet.
mit deinem Rampage Schlag. Also zurück in die. Ah, was ist denn hier? Was ist denn los hier? Mein Gott. Okay. Heiß, würde ich sagen. Ja, ist ein bisschen heiß. Ja klar, bei der Lydia geht das nicht an. Weißt du, ist das, weil ich schwerer bin als du oder was? Oder ist es, weil ich schwarz bin? Ja, der Ork ist, glaube ich, wirklich schwarz, weil ich ihn schwarz gemacht habe. Ich habe ihn zu einem schwarzen Ork verwandelt. Oder? Ach, keine Ahnung. Guckt euch die erste Episode an. Da seht ihr, was für eine Farbe ich dem Ork gegeben habe. Aber der Spruch hat gerade gepasst, weil ich schwarz bin. Und den nimmt mir keiner. Auch nicht ihr. So. Wenden wir uns wieder den wichtigen Dingen zu. Wir haben das geklärt, der Ork ist schwarz. Lydia kriegt gerade wieder einen Rampage-Modus. Kommt aber leider zu spät. Lydia, hier sind ein paar Orks, die sterben wollen. Nicht Orks. Und so. Ihr wisst, was ich meine. Da bist du ja. Wunderbar. Hi. Komm runter. Ich hab was für dich. Versprochen. Tut auch nicht weh. Der Trick funktioniert nicht. Der ist schon alt. Nein. Nein! Wenn ich sage nein, heißt das auch nein. Ich wollte nämlich nicht sterben. Ich hätte doch vorhin den Trank nehmen sollen, irgendwas mit gegen Gift, also Frostresistenz. Das hätte mir jetzt doch recht nützlich sein können, aber ich habe es für nicht nützlich oder wichtig gehalten. Egal, ich schaff das auch ohne. Das sieht mir aus wie so eine Art Schatzkammer. Wie kommt man da hin? Verdammt, der Griff macht nur die erste Tür auf. Aber was ist mit der ersten, also mit der vorderen? Da? Ja. Aber dafür wollen ein paar Draugs uns den Zugriff verwehren. So. Warum spannst du den Bogen? Die sind doch alle tot. Mal klupschen, was wir hier Schönes haben. Ein Seelenstein. Willst du auch rein? Ja, dann komm. Hier haben wir einen Arkan-Verzauberertisch. Eine Truhe. Was haben wir da drin? Ein Amethyst und ein bisschen Gold. Noch ein Zaubertrank der Heilung. Gut, das war's dann auch schon. Das war die Ausbeute. Whiter Gates. Was ist hier oben? Schwaches Gift. Ansonsten? Nothing. Dann geht's jetzt mal weiter. Ah, jetzt bekommen wir unserem Ziel näher. Bis da unten werden wir noch machen. Dass wir den neuen Spruch bekommen. Und dann machen wir erstmal einen Cut. Aber noch ist es nicht so weit. Der Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Mit anderen Worten, er lässt nach. Das ist uncool. Mann, die sind ja mega zerbrechlich. Die halten ja gar nichts aus. Lol.
sitzt jemand auf dem Thron. Seht ihr das? Wollen wir uns den doch mal schnappen. Ein alter Nornzweihänder. Ich glaube, der ist sogar stärker als den, den wir jetzt haben. Wir haben jetzt die Axt von Weißdorf 26. Der Nordzweihänder, ja, Tatsache, er ist stärker. Mega gut. Dann nehmen wir uns den doch. Ein bisschen Blut verschmiert. Da unten scheint keiner zu sein, aber man soll sich ja bekanntlich nicht täuschen lassen. Hallo? Ist hier jemand? Nein, sieht nicht so aus. Aber das ist hier ein neuer Zauberspruch. Wort der Macht. Dahinschwinden. Ätherische Gestalt. So. Jetzt gehen wir wieder nach oben. So. So, und mit diesem schönen Anblick speichere ich das Spiel. Und auch mit diesem Anblick endet die Episode von Skyrim. Wollte sich da jemand noch melden? Lydia. Bist die Beste. Nein, Quatsch. So. Also. Bis zur nächsten Folge von Skyrim. Freut mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Raiden.